Erst normal ansetzen. So, nächstes Mal. Jetzt an. Loslassen und dann. Beim letzten Training vor dem Wettkampf in London gibt Alwin Brenner ein paar letzte Tipps und Hinweise. Richtig fallen ist wichtig und vielleicht ist ein bekannter, aber vergessener Griff entscheidend für den Wettbewerb. Medaillenchancen könnte jetzt jeder unserer Athleten haben. Es kommt ein bisschen auf die Tagesform an und natürlich auch auf die Stärke der Gegner. Aber da ist der Trainer ganz ruhig. Seine Mannschaft war schon häufig erfolgreich bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Mein allerersten Platz ist im Ravenna gewesen, ein internationales Judo-Turnier. Bin ich mal gespannt, welchen Platz ich mache. Ich habe halt meinen Blaugurt geschafft in der Kürtelprüfung. Mir tut der Sport echt gut. Und jetzt geht's nach London, ja. Und wenn die Teilnehmer aufs Treppchen kommen, dann ist das natürlich super. Für Trainer Alwin Brenner zeigt das aber vor allem, wie wichtig Judo für die Entwicklung der jungen Leute ist. Als Sozialpädagoge hat er bald erkannt, dass einige der Kinder viel Kraft hatten und nicht wussten, wohin damit. Das Training zusammen mit Vereinsmitgliedern aller Klassen gibt ihnen Selbstvertrauen und Halt. Doch Brenner gibt sich bescheiden. Schauen wir mal, wie es wird. London sicherlich auch sehr reizvoll für unsere Sportler. Außerhalb der Matte auch was zu erleben. Aber Maria Eichner bringt es auf den Punkt. Ich finde es so cool, dass wir immer um die Welt kommen, zum Beispiel wie Italien und jetzt wie nach London. Ich finde es super, super gut, dass das unser Trainer alles ermöglicht für uns, die Judoka. Da freue ich mich immer sehr darauf. Also, Daumen drücken für das Team Bavaria der G-Judo-EM in London. Elke Zimmermann, evangelische Redaktion.